Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist für euch wieder der Thorsten. So, wir haben eine Runde gepennt. Wir wollen jetzt weiter und mein System nervt mich jetzt mal wieder, weil ich vergessen habe, die Hälfte auszuschalten. Egal, wir müssen unser Bötchen ans Ziel bringen hier. So, eben natürlich mal lecker bei Facebook reingeguckt. Und SCS hat heute am 29. November eine News veröffentlicht. Und zwar kommt das Italien-DLC am 5. Dezember, also quasi, sagen wir mal, rechtzeitig zum Nikolaustag. Werde ich mir natürlich zulegen. Ganz gar keine Frage. Und ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt drauf. So, wir haben jetzt noch 537 Kilometer vor uns. Was ist das eigentlich für eine Bridge hier? So. Mich nervt nur, dass wir 2% Schaden am Schiff haben. Nur weil... egal. So, meine Katze verhungert auch. Die muss ich gleich erstmal füttern nach dieser Tour. Aber naja, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Sprit brauchen wir nicht, gepennt haben wir. Mal gucken, ob wir wieder zu spät kommen wie beim letzten Mal. So. Wie jetzt? Nur zum Abzocken müssen wir hier rum, oder was? So, natürlich hier durch. Ich hoffe, das passt jetzt nicht, dass wir uns hier irgendwas weghauen. Sag mal. Was ist denn der jetzt hängen geblieben? Oh, das war jetzt meine Schuld. Umdenken. Was ist denn der jetzt hängen geblieben? War natürlich noch mehr Schaden, wa? Hey, 2%, okay. Unglaublich. Wir fahren Richtung Paris. Der Stadt der Liebe. Ich weiß nicht mal mehr, wo wir hin wollen. Egal. Wir fahren einfach. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich fahre nicht besser als heute Morgen, aber naja. So, wie gesagt, 5. Dezember, Stichtag, pünktlich zum Nikolaus. Finde ich gut. Hätte auch gerne Heiligabend sein können. Schönes Weihnachtsgeschenk. So, 480. Ich bin echt gespannt, ob wir das eventuell sogar schaffen in dieser Folge. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird nichts. Ja, was soll man da noch groß jetzt sagen? Ne? 8 Stunden Arbeit hinter mir und ja. Katze verhungert immer noch.
Ich muss sagen, die hat im Moment auch wirklich einen gesunden Appetit, die Pläne. Also, ihr gibt auch gleich erstmal lecker Schoppi hier, ne? Das Tier soll ja nicht schlau machen. Paris-Calais, Reims und Lillet, oder wie heißt das? Keine Ahnung. Ich bin kein Franzose, ich kann kein Französisch. Ich glaube, hier geradeaus weitergefahren sind wir noch nicht. Das wäre dann neu. Hey, ich eier hier rum. Vor allen Dingen werden wir dann natürlich mal sehen, was es in Italien Schönes gibt und was sich uns eventuell dieses DLC sonst noch so bringt. Ob eventuell außer der Map noch weitere Dinge dazu kommen. So. Nö, auf dem Parkplatz wollen wir diesmal nicht. Die haben wir, ne? Wir haben jetzt gepennt genug und wir müssen jetzt wirklich, wir müssen sehen, dass wir zum Empfänger kommen. Irgendwie eine ganz schön lange Tour, zieht sich gewaltig. Zieht sich gewaltig. Ja, und vor allen Dingen darf man natürlich gespannt sein, was SCS in Zukunft noch so Schönes bringt. Also wie gesagt, Italien-DLC wird definitiv auch meins. Ich muss ich ja haben. Ne? Geht ja gar nicht. Weil jeder wird es fahren, also natürlich auch ich. Dann werden wir uns da mal ein bisschen aufhalten. Erstmal auf der Original-Map natürlich. Ja, und dann mal schauen, was SCS da lecker gebastelt hat. Ich glaube, man darf sehr, sehr gespannt sein. Hören Sie mal, haben Sie Alkohol getrunken oder warum fahren Sie so? Nee, Herr Wachtmeister, wenn ich welchen gehabt hätte, dann würde ich anders fahren. Ha, ha, okay. Das war ein Witz auf Sparflamme, wa? Das war ja auch nichts. So, was müssen wir denn da vorne abbiegen? Ich glaube, nach Metz wollen wir. Nicht der Ort, wo die Fernseher herkommen. Es gibt auch Fernseher, die Metz heißen. Da ist die Firma schon pleite. Okay, das heißt, die Autobahn dort. Oh. Ja, bleib mal brav hinter mir. Ich habe mich nämlich verfahren, ne? Und dann bin ich unberechenbar. Ich fahre nämlich. Wir hätten blinken können, haben wir aber nicht. Ja, was man nicht alles hätte tun können, ne? Und sollen müssen und haben. So. Erstmal eine Runde was futtern. Ja, dieses Mal richtig anpeilen, ja?
Jetzt komme ich erst, mein Freund. Wehe, du rauscht uns rein. Wehe, ich warne dich. Er ist erst da hinten. Aber Glück habe ich. Er hätte gnadenlos reingezogen. Jo, Sheriff sind auch schon wieder unterwegs. Nee, das hört nicht mehr in dieser Folge. Da müsste ich überziehen. Ich heiße ja nicht Gottschalk. Oder Elstner, der konnte das auch immer, Frank Elstner. Der Vater von Wetten, dass. Habe ich zum Schluss gar nicht mehr gesehen als Kind. Ja, wir haben es verschlungen. Also es war schon interessant, aber die Wetten zum Schluss, das wurde einfach, weiß ich nicht. Weiß man nicht, was man davon halten soll. Zwar irgendwo, also damals, wie das losging, LKW auf Biergläser stellen oder auf Eier, das war ja alles irgendwo noch, ja, aber in dem Moment, wenn es dann irgendwie zu extrem wird, weiß ich nicht, wird ekelig oder so. So an der Kacke riechen und das Tier erkennen, das ist toll, wa? In etwa so unter 1000 Hintern kann ich meine Nachbarin durch Riechen rausfinden. Okay. nee, das ist jetzt niveaulos. Gott, was sind wir tief gesunken, naja, aber ehrlich. So, krieg ich denn gleich mal einen Parkplatz? So langsam könnte ich nämlich mal, könnte einer so also auftauchen. Wo fahren wir denn hin? Luxemburg und Liger. Aha. Hui, da wird jetzt aber geflogen. Ja, Mensch, das ist richtig Schwung mit dem 92 Stundenkilometer. Wow. Boah, das war Adrenalin pur. Adrenalin pur. Moment mal, wieso sehe ich da schon unseren Empfänger im Namen? 240 Kilometer hin bis dahin. Hä? Merkwürdig. So, wie gesagt, nächster Parkplatz ist unser. Das muss die jetzt sein. Da war einfach zu wenig Platz für mein Bötchen. Da brauchte ich beide Spuren. Boah. Müde auch schon wieder. Achso, ich muss hier lang. Heieiei, Heidewitzka. Herr Kapitän. Stürzt der ab oder landet der? Usch. Jetzt wohl gelandet. Es gibt keinen Feuerball, keine Rauchwolken. Alles gut. Wir blinken sozusagen. Ne? Und so. So, komm, Parkplatz her. Zack, 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 zack.
So. Okay, da vorne ist ein Flugplatz. Da wollte er also hin. Okay. Ich hätte jetzt gern einen Parkplatz. Köln. Na. Fangen wir mal Köln. Das hier ist typisch SCS, ne? Plötzlich fehlt eine Spur. So. Wenn nicht bald ein Parkplatz kommt, dann müssen wir diese Folge überziehen. Echt bald verkackt. Ja, dann würde ich mal sagen, da kommt nichts mehr, das ziehen wir jetzt durch, weil für 100 Kilometer eine neue Folge anfangen lohnt nicht. Also sind wir heute mal etwas länger, weil wir haben nur noch knapp 120 vor uns. Da müsste jetzt also schon, wer weiß, was passieren, damit dass wir das jetzt so nicht mehr schaffen. Und schon wieder hier, ey. Ja, da wären jetzt Betten, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Für 100 Kilometer nicht, Leute. Für 100 Kilometer nicht. Nee. Das ziehen wir jetzt durch. Ich dachte, wir wollten nach Metz, aber offensichtlich doch nicht. So, gleich mal ein bisschen was zu essen machen. Mal gucken, da ist nämlich schon jetzt das Ziel im Auge. Warum die da rechts denn? Was ist das für ein Türmchen? Schon sehr interessant. Hier kommt wieder eine Brücke. Eine große Brücke. Da ist bestimmt Wasser drunter. Siehst du, genau. Ja, guck mal, jetzt haben wir 5 Minuten überzogen, also. Na, ihr seid Schlimmeres von mir gewohnt. Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen, ne? So. Alter, sollst du rechts überholen?
Unglaublich. Ich fahre wie so ein, naja. Ich fahre mal rüber, weil wir müssen hier raus. Monem, sind wir in Deutschland? Und die ganze Zeit zu schnell. Ich So. Ja, dann haben wir es doch geschafft, Mensch. Mit knapp 5, 6, 7 Minuten würde ich mal so grob sagen, Überziehung, das ist doch perfekt. Da kann man doch mit. Gleich liegt unser Boot nämlich im Graben. So ein Stress. Jo. Dann können wir eine Garage kaufen, auch noch keine. Oh mein Gott, waren wir noch nie hier? So, das. Jetzt grüne Welle. Ich habe schon den Laternenpfosten in unserem Auto gesehen, ganz ehrlich. Komm, mach grün, wir essen zeitig. Ganz mal aufhören zu blinken, Mann. So, jetzt sind wir bei Po Speed. Vizekabine. Po Speed. Und da ist unser Loch, wo wir rein müssen, das kriegen wir hin. Also, so viel überzogen haben wir jetzt. So 10 Minuten. Alles okay. Perfekt. So. Absatteln. Mal gucken, was wir uns abziehen. Ja. Dafür können wir nichts. Okay, wir sind im Level 98. Wir haben es geschafft mit ein bisschen Überziehung. Ja, nicht vergessen, Italien DLC ab dem 5. Dezember am Start laut Facebook, laut SCS Facebook. Facebook SCS, wie ihr wollt. Ich werde es mir zulegen, dann werden wir dort natürlich auch unterwegs sein. Irgendwie kommen wir schon in diese Ecke. Und wenn ich halt offline vorfahren muss und dann, das kriegen wir hin, das zeigen wir. Irgendwie hatte ich meinem LKW doch mal andere Felgen verpasst, oder? Okay, lassen wir es erstmal, gucke ich beim nächsten Mal nach. Wie dem auch sei, ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Mal und sage ciao, ciao.